Ich möchte heute Abend in Zoom etwas erweitern und vielleicht die Blende auch etwas öffnen, weg vom Detail der Listen, weg von den Aufzählungen. Und ja, vielleicht mit einer kleinen Ausnahme und hin zu einem so größeren Bild wie zur Geschichte des Buddha und seinem Ringen. Es ist oft nicht leicht, sich diese Gestalt eines Buddha anzunähern. Erstens mal ist diese historische Gestalt schon eine ganze Weile her. Die Indologie ist sich nicht mehr einig, wann der Buddha geboren wurde. Bis vor ein paar Jahren war sie sich noch einig, dass er geboren wurde etwa 560 und gelebt hat bis etwa 480. Mittlerweile ist sich die Indologie nur noch darin einig, dass man dieses Datum nicht mehr so akzeptieren könne. Welches andere in Frage kommt, da sind sie sich nicht sehr einig. Aber im Großen und Ganzen geht man davon aus, dass es sich wahrscheinlich etwa 80 Jahre nach vorne verschiebt. Dass wir also davon ausgehen müssen, dass die Zeit des Parinibbana, also des Eingangs des Buddha, eines Erwachten in den unaussprechlichen Zustand des Nibbana, das heißt, wo sein Körper stirbt und wir nicht mehr wissen, wo er hingeht, weil niemand weiß, wo ein Tathagata hingeht, dass diese Zeit auf ungefähr das Jahr 400 vor der Zeitwende fällt. Plus minus ein Dutzend Jahre. Also, so jedenfalls die gelahrten Quellen. Und die Gestalt des Buddha ist einigermaßen ehrfurchtsgebietend. Es ist so, als ob eine Horizontale und eine Vertikale aufeinandertreffen. Ja, diese Gestalt des Buddha verbindet sich ein konkretes Menschenleben und die Verwirklichung einer transzendenten Erfahrung, ja, etwas wirklich Großen. Diese verkörpert, diese Gestalt des Buddha verkörpert etwas Zeitloses, so eine Vertikale, etwas Nicht-Gegenständliches, etwas alle Äonen durchwirkendes. Plötzlich verkörpert sich das in einer historischen Gestalt eines Mannes, eines Inders, eines Gouverneurssohns aus einer bestimmten Kaste, die sich Sakya, also die Kaste heißt Katyas und sein Geschlecht sind die Sakyas und sein Clan, das sind die, ist der Gotama. Und in dieser Gestalt verkörpert sich plötzlich das Transzendente, ja? Verkörpert sich plötzlich Zeitlosigkeit, verkörpert sich plötzlich das, was der Buddha selber später mit Dharma bezeichnet hat, ja? Eine Wirklichkeit, die Phänomene unseres Erlebens, unseres sinnlichen, aber auch unseres geistigen Erlebens überhaupt möglich macht. Diese Wirklichkeit, die er Dharma nennt, die Prinzipien, die diese Wirklichkeit ordnen und strukturieren, das alles verkörpert sich in der Gestalt eines historischen Menschen. Ja, das ist einigermaßen ungewöhnlich. Jetzt, wenn ihr mal akzeptiert, dass sich in dieser Kristallisations Gestalt eines Buddha etwas Zeitloses manifestiert, etwas, das nach seinem Verschwinden von diesem Planeten eine riesige Woge an Möglichkeiten geboten hat, eine große Kreise ziehende Bewegung und eine Bewegung, die Menschen, die Kulturen mindestens seit den letzten 2500 Jahren erfasst hat. Wenn wir einmal das akzeptieren, dass es so etwas gibt, dass das einer der großen zivilisatorischen Einflüsse ist, dass da irgendetwas Gewaltiges stattgefunden hat, das uns auch heute noch anrührt und dessen Ausläufer uns erreichen und dessen Ausläufer in meinem höchstpersönlichen Leben etwas bewirken können. Und dass dieses Wesen aus einer Erfahrung gesprochen hat, einem Wirklichkeitsdurchbruch, der die existenziellen Wirklichkeiten meines Lebens anzusprechen vermag und mir zu helfen vermag. Wenn wir das einmal so an uns heranlassen,
dann stellt sich sehr bald einmal die Frage nicht nur, okay, der war erleuchtet, sondern wie war das? Wie ist das vor sich gegangen? Ja, das hat Menschen immer wieder fasziniert. Wie ist das vor sich gegangen? Jetzt die Gestalt des Buddha ist eigentümlich Marker dokumentiert in den Lehrreden zum Beispiel. Es scheint, dass er sein eigenes Leben nicht sonderlich wichtig erachtet hat. Als Beispiel. Wir müssen uns aus einigen Lehrreden kleine Häppchen zusammenklauben, um überhaupt halbwegs eine Biografie hinzukriegen. Die großen Biografien des Buddha, die sind hunderte von Jahren später geschrieben worden. Ja, die berühmteste Ashvaghosas Buddhacharita ist mindestens 600 Jahre später. Ja. Und wenn ihr mal denkt, was ihr wisst von den Dingen, die vor 600 Jahren passiert sind, ja, dann könnt ihr möglicherweise davon ausgehen, dass nicht ganz alles so zugelaufen ist. Wie wird man denn erleuchtet? Wie passiert denn das? Ja? An einem Tag jagt man mit seinen Kollegen und wird herangezogen als Herrscher, als künftiger Herrscher, als Katya, als ein Mann aus der Krieger- oder Adelskaste. Und man hat einen Papa, der ist begütert und der ist so etwas wie ein Gouverneur. Und der möchte gerne, dass ich natürlich auch sowas werde, wie ein Gouverneur. Ja, das ist, was Papas möchten. Die möchten, dass sie das tun, was sie tun, oder dass sie das fortführen, was Papas leider nicht fortgeführt haben. Das ist, was die meisten Papas wollen. Diesem Papa wurde prophezeit, so die Geschichte, dass sein Sohn entweder ein Weltenherrscher wird oder ein religiöser Erwachter, ein Sektengründer. Ja. Dreimal dürft ihr raten, was Papa gewählt hat, was er aus seinem Sohnemann machen möchte. Ja. Und er hat sich leidlich Mühe gegeben, diesen Sohn so zu erziehen, dass er ja nichts mit Religion zu tun hat. Also diese Gestalt des Erwachten, des Tathagata, so redet er von sich, das ist ein faszinierender Begriff. Der lässt sich übersetzen als der so gekommene, Tathagata. Ja, der ganz gekommene, ja, Buddha als immanente Kraft hier, jederzeit wirksam in einer Welt, ganz tief von dieser Welt. Oder wenn ihr das Komposit anders auflöst, dann ist es der Tathagata, der vollends Gegangene, der so Gegangene, ja, der gänzlich Transzendente, der diese Welt völlig überwunden und verlassen hat. Ja. Je nachdem, ob ihr eher der Immanenz oder eher der Transzendenz zugeneigt seid, ob es euch tröstet, dass er gänzlich von hier ist oder gänzlich nicht mehr von hier. Ja, haben Leute und Traditionen das aufgelöst und verstanden. Also die Gestalt dieses Buddha hat natürlich seine Nachwelt fasziniert, während er selber offenbar seine Geschichte nicht für exemplarisch gehalten hat, sonst hätte er ihr mehr Gewicht gegeben und hätte mehr Biografisches erzählt. Er hätte sich vielleicht abzeichnen lassen, das hat er explizit nicht gewollt. Die buddhistischen Traditionen haben hunderte von Jahren keine Bilder von diesem Erwachten gemacht. Das ist vielleicht heute nicht mehr so klar, aber all die Buddha-Statuen, die ihr seht, müsst ihr euch vorstellen, sind quasi gegen seinen Willen entstanden. Die frühesten Darstellungen aus buddhistischer Ikonografie finden ohne Buddha-Statue statt. Übrigens, das ist eine Statue, das ist nicht ein Buddha. Ja, nur damit das klar ist. Das ist ein beträchtlicher Unterschied. Statuen sind aus Holz oder aus Messing oder aus Bronze oder Legierungen oder so. Und Buddhas sind, die wohnen bei euch in der Brust. Diese beiden Dinge. Das eine, die Statue soll an den Buddha in eurer Brust erinnern. Das ist die Idee der Statue. Aber wenn Akinjana sich vor der Statue verbeugt, dann verbeugt er sich nicht vor einem Stück Holz oder vor dem historischen Buddha, sondern er ruft sich in sein löcheriges Hirn die Besinnung zurück, dass auch er erwachen kann. Und das ist, was er damit tut. Ja, das ist der Sinn von solchen Statuen. Das sind nicht goldene Götzen oder magische Symbole, die wir mit animistischen Praktiken aufgeladen haben, die uns dann helfen, daraus Power zu holen, wenn Not am Mann oder an der Frau ist.
Das sind Symbole, die uns an unser eigenes Wach werden können, mahnen. Diese Gestalt des historischen Buddha und sein Werdegang hat natürlich seine Zeitgenossen fasziniert. Und während die ersten Darstellungen keine Statuen haben, sondern da findet man den leeren Lotussitz, ja, den Vajrasana, man findet immer wieder den Bodhibaum, ja, wird üppig belaubt, im Zentrum von Darstellungen etwa in Sanchi oder in Barhut, das sind die ältesten ikonografischen Stätten, die wir kennen bis heute, vielleicht tauchen noch welche auf. Manchmal finden wir das Rad der Lehre mit den beiden Rehen, ja, das ist vom frühesten Buddhismus bis auf dem Chogyam in Lhasa steht, dieses Rad der Lehre mit seinen 8 Speichen und die beiden Rehe, die zuhören mit langen, spitzen Ohren, die stehen für den Wildpark in Saranat, wo diese erste Darlegung des Ingangsetzens des Rades der Lehre stattgefunden hat. Dieses Rad der Lehre ist also eine zentrale Darstellung. Manchmal finden wir die Fußabdrücke des Erwachten. Ja, da ist die Spur, aber der Mann ist weg. Ja. Ja. Und die Gestalt fehlt. Sie fehlt so sehr, dass bis noch vor gar nicht so langer Zeit, es ist etwas mehr als 150 Jahre her, sein gelehrter britischer Epigraph befunden hat, Buddhisten hätten wahrscheinlich entgegen anfänglicher Behauptungen, seien wahrscheinlich eine Art Baumkult gewesen, weil im Zentrum ihrer Darstellungen findet man immer wieder diesen üppig belaubten Baum. Ja. Und sowas wie die Kelten, nicht, die ihre Baumgürtel rumgeschleppt haben. Und die Gestalt des Buddha als eine Abbildung ist eigentlich ein griechisches Projekt. Das haben griechische Handwerker, die mit Alexanders Armeen irgendwo in Nordindien eingelaufen sind, im 3. Jahrhundert, und dann nach Alexanders Sterben und den berüchtigten Diadochenkämpfen versprengt zurückgeblieben sind und so eine griechisch-indische Kultur gebildet haben für ein paar Jahrhunderte. Gandhara, heutigen Afghanistan, tauchen schließlich die ersten offenkundig von griechischen Handwerkern angefertigten Statuen eines Buddha auf. Ja. Diese ersten griechischen Buddhas, die zahlen unverkennbar griechische Handwerkskunst, weil die Griechen haben die Skulptur gekannt, während die Inder sie offenbar nicht gekannt haben. Aber die Griechen haben indische Themen abgebildet für hunderte von Jahren. Diese ersten Gandhara-Buddhas im heutigen Afghanistan, die haben alle so starken griechischen Nasenbau, ja, die geschwungene griechischen Augenbogen, unverkennbar griechisch. Und diese Buddha-Statuen sind der Hit. Ja, die reißen wirklich ein und innerhalb von kürzester Zeit rauscht durch die gesamte buddhistische Welt, diese Skulpturen, ja. Also Buddha-Statuen tauchen dann relativ kurz danach überall auf, wo es Buddhisten gibt. Und Buddhismus ist zu dieser Zeit, die ersten Statuen sind im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus. Die buddhistische Welt ist zu dieser Zeit schon relativ groß. Ja. Die reicht bis nach Turkmenistan, die greift Pakistan, die geht. Wir wissen nicht ganz genau, bis wie weit hoch der Seidenstraße entlang, sie geht runter in Indien ein ganzes Stück. Sie geht wahrscheinlich bereits rüber nach Nepal und möglicherweise bereits nach Burma und nach Suvarnabhumi in das goldene Land. Sie ist bereits ein Stück weit in Indonesien, also die buddhistische Welt ist bereits recht stattlich zu dieser Zeit und überall tauchen Buddha-Statuen auf. Diese Buddha-Statuen haben alle noch so Versatzstücke griechischen Einflusses. Ja. Und es dauert eine ganze Weile, bis die Buddha-Statuen dann die lokalen Färbungen annehmen. Ja, so wie Jesus-Gestalten in Schwarzafrika eben schwarz aussehen und nicht raphaelitisch blauäugig und so wie in Italien, so beginnen Buddha-Statuen in anderen Ländern spezifische Physiognomie anzunehmen.
immer noch so mit Echos der ersten Generation von Statuen. Die Schneckenhaare sind unmissverständlich, die langen Ohren, ja, sind unmissverständlich. Das kleine Haarbüschel auf der Stirn taucht. Wenn ihr genau guckt, seht ihr das immer wieder, die drollige Protuberanz da auf dem, auf der Schädelkalotte des Buddha. Ja, die Fachsprache Ushmisha nennt. Dieses komische Käppchen, ja, so, wie nennt sich das auf Deutsch? Ist es ein Chignon, glaube ich. Ja. Das Bözi. Ja. All diese Sachen, die gehen irgendwie durch. Das findet ihr von Afghanistan bis Korea, findet ihr das. Ja. Und diese Statuen formalisieren dann in gewissem Sinne Gesten des Buddha. Ihr findet, diese Gesten des Buddha, sie werden Mudras genannt, stellen bestimmte Sachen dar. Sie stellen Meditation dar, oder sie stellen die Erdberührung dar, oder sie stellen die Gewährung einer Gunst dar, oder sie stellen die Furchtlosigkeit, ja, oder die Darlegung des Vitarka Mudra, die Darlegung von komplizierten Sachen. Da gibt's ein paar ganz geläufige dieser Mudras, die überall auftauchen. In Japan tauchen sie auf, in China tauchen sie auf, sie tauchen in Afghanistan auf, in Thailand, in Burma, in Laos. Überall gibt es einen Kanon von Gesten des Buddha, die verschiedene Stationen seines Lebens darstellen oder verschiedene Haltungen. All diese Buddha-Staaten, die schönsten davon, haben irgendwo eine ganz feine Mischung zwischen weltzugewandt, da ist eine Wärme da und eine Freundlichkeit und zugleich etwas Entrücktes. Jede der großen Traditionen hat auf verschiedene Weisen hat es geschafft, wenigstens in ihren glücklichsten Ausprägungen. Nicht alle Ausprägungen von Buddha-Statuen sind für unser ästhetisches Empfinden geraten oder inspirierend. Es gibt erstaunliche nennen wir es mal Liberalität in der Darstellung des Buddha. Ich erinnere mich an die mythologisch sehr korrekte Darstellung der sechs Strahlen, der sechsfarbigen Strahlen, die von einem Buddha ausgehen, die dann mit Hilfe von Neonleuchten in einer plastifizierten Version ihren Ausdruck gefunden haben. Und ich weiß, ich bin mal in einer Garage in Frankreich sowas begegnet und hat mir mit großem Stolz und das mühevoll erarbeitete Stück vorgeführt. Ich wurde genötigt, ein Urteil auszusprechen. Es ist mir schwer gefallen, mein spontanes Entsetzen und zugleich das Gebot der rechten Rede und meinen Wunsch, meinen Kurator nicht zu enttäuschen, da eine feine Balance von Wahrhaftigkeit zu finden. Ja, also manchmal finden wir Statuen, die diesem inspirativen Wunsch von uns nicht entsprechen. Und dennoch, wenn ihr genauer schaut, findet ihr in allen den großen Traditionen, findet ihr wunderbare Statuen, die genau diese Mischung von Zuwendung und Wärme und zugleich dem Zugang zu einer entrückten Wirklichkeit ausdrücken. Menschen haben sich, die Tradition, muss ich sagen, hat sich sehr früh dann begonnen, mit der Geschichte oder dem Erwachensprozess des Buddha auseinanderzusetzen. Und was wir heute haben, ist eine Art Sammlung von Schlüsselmomenten im Leben dieses Buddha. Einige davon sind ganz klar legendenhaft, andere tauchen so im Nebensatz in den Lehrreden selbst auf. Und ich bin sicher, dass ihr einige davon kennt. Wir wissen, dass der, wie alle großen Wesen, ist der Buddha nicht normal auf die Welt gekommen. Ja, das ist, wenn wir den Jungianern glauben, dann ist es eines der archetypischen Merkmale, dass außerordentliche Wesen bereits durch die Art und Weise ihres Geborenwerdens ungewöhnlich sind. Ja, im Falle des Buddha hat Maya ihn stehend geboren, was wahrscheinlich durchaus nicht das Dümmste ist von einem obstetrischen Standpunkt aus.
Sie war auf dem Weg nach Hause zu ihrer Mutter. In Indien ist man, wenn man niederkam mit einem Kind, ins Mutterhaus zurückgekehrt als Tochter. Und sie hat ihn unterwegs gekriegt. Also sie war nicht bei sich zu Hause und hat unter zwei Saalbäumen, die sich niedergebeugt haben, hat ihn stehend geboren, und zwar aus der Seite. Das ist da gynäkologisch gesehen ein sehr bedenklicher Vorgang. Aber es erfüllt den, denke ich, archetypischen Auftrag, dass etwas an dieser Geburt hochgradig außergewöhnlich ist. Ja. Es war nicht das Einzige, der Buddha, so werden wir instruiert, ist dann auch gleich nach der Geburt aufgestanden und hat 7 Schritte getan in Lotossen, die sich geöffnet haben, speziell für diesen Zweck. Später finden wir, dass der Buddha besonders tierliebend ist, dass er begabt ist und dass er unter seinen vielen Cousins aufwächst. Ananda ist übrigens einer davon, der sein späterer Schüler, Aufwärter und getreuer Begleiter über viele Jahre mit seinem mächtigen Gedächtnis und einer Bereitschaft, dumme Fragen zu stellen, der wir unglaublich viele gute Erklärungen verdanken, weil wenn niemand den Mumm hat, dumme Fragen zu stellen, dann bleibt einiges im Verborgenen. Und Ananda hat viele Tugenden. Wir verdanken ihm den Nonnenorden und einige andere große Sachen. Aber sein Gedächtnis und seine Bereitschaft, Fragen zu stellen, verdanken wir ganz viele Belehrungen. Und ich bin ihm persönlich sehr, sehr verbunden für diese Zivilcourage. Der Orden hat sie ihm dann später sehr unfroh vergolten. Also er ist immer wieder kritisiert worden für seine Verhältnisse zu Nonnen. Ja, dass Nonnen ihn gemocht haben, hat bei einigen der Mitbrüder Missmut hervorgerufen. Man hat ihm vorgeworfen, dass er den Buddha Dinge nicht gefragt hat, die er hätte fragen sollen. Man hat ihm vorgeworfen, dass er zu der Einführung des Nonnenordens verholfen hat. Man hat ihm vorgeworfen, dass er auf das Sitztuch des Buddha gestanden ist. Und so weiter. Da ist Gegenstand einiger Eifersucht offensichtlich gewesen. Nicht alle Schüler des Buddha waren erleuchtet und frei von solchen Sachen. Wir wissen also, dass der junge Prinz Siddhartha aufgewachsen ist in begüterter Weise verwöhnt. Man sagt, man redet von 3 Palästen für die 3 Jahreszeiten. Ja. Und Lotusteiche mit blauen Lotussen, weißen Lotussen, roten Lotussen, Padmas die roten, Pundarikas die weißen, Upalas die blauen. Die gibt's alle. Und der Vater, so werden wir weiter instruiert, hat versucht, alles zu tun, damit sein Sohn sich nicht etwa der Religion zuwenden könnte. Und seine Strategie war, dieses Kind zu verwöhnen, nach Strich und Faden. Hat ihn durch verschiedene Paläste hindurch, so im Jahresrhythmus, von Ort zu Ort bewegt. Hat ihm jeden erdenklichen Luxus gegönnt. Und wird uns erzählt in den Lehren, dass der Buddha bis spät eigentlich nicht verstanden hat, was Alter ist und was Krankheit ist und was Tod ist. Man hat also ganz bewusst von ihm diese Dinge ferngehalten, im klaren Verdacht natürlich, dass existenzielle Erfahrungen wie Alter, Krankheit und Tod einen Menschen erschüttern, bestürzen und möglicherweise auf religiösen Geschmack bringen. Ja, und wenn ihr aus eurem Sohn einen Gouverneur machen wollt, dann das Letzte, was ihr wollt, ist spirituelle Ambitionen. Es ist schlimm genug, dass er sich bei der Schwanenjagd nicht, dass er das Tier retten will, statt es verfuttern. Und auch ein paar unmännliche Sachen gezeigt an sich hat. Obwohl er an sich begabt war, gab es da bestimmte Verdachtsmomente, dass irgendetwas mit dem nicht gerät. Und
Später dann hat man ihn verheiratet, er ist mit 16 verheiratet worden, standesgemäß, und ist dann irgendwann mit seiner Gattin zusammengezogen und hat mit der eine ganze Weile gelebt. Vater geworden ist er erst mit 29. Das ist ungewöhnlich. Und so wird uns gesagt, eines Tages bricht er auf, und zwar macht er heimliche Ausflüge mit seinem Fuhrmann. Der Mann wird später Mönch, ist ein ziemlich schwieriger Kerl. Es gibt mehrere Lehrreden, wo er auftaucht. Meistens ist er ein bisschen renitent, er scheint sich etwas einzubilden auf seine frühere Beziehung, die beiden und ihre verschworenen Ausflüge, die für den Buddha dann zentrale existenzielle Erfahrungen werden, scheinen den irgendwie zu verbrüdern, und er scheint sich etwas einzubilden auf diese Beziehung mit dem Buddha und daraus abzuleiten, dass er bestimmte Dinge machen kann, wofür er mehrmals bestraft wird und den Unmut der Gemeinschaft auf sich zieht. Also der Buddha und sein Fuhrmann machen Ausfahrten, und auf diesen Ausfahrten begegnet der Siddhartha, der Prinz, noch nicht Buddha, verzeiht, begegnet dann einem alten Siechenmann, und er begegnet in der nächsten Ausfahrt einem Begräbnis, und er begegnet einem kranken Mann, und in jedem Fall ist er erschüttert von dieser Erfahrung. Ja, das sind natürlich archetypisch verdichtete Schlüsselszenen, aber es ist klar, dass ihm trotz seines verwöhnten Daseins, trotz seiner Privilegien, Dinge aufleuchten. Und er fragt seinen Fuhrmann, was ist mit dem los? Und der Fuhrmann sagt, ja, das passiert dir und mir auch. Ja, also dieser ganz einfache Mann sagt ihm quasi die Wahrheit und lässt ihn etwas spüren, was er bislang nicht an sich herangelassen hat. Und es ist in diesen Ausfahrten, dass ihn quasi eine Art Entsetzen packt. Ja? Die Vergänglichkeit wird ihm deutlich, die Anfälligkeit, die Hinfälligkeit wird ihm deutlich, die Endlichkeit wird ihm deutlich. Und in einer berühmten vierten Ausfahrt sieht er dann einen Asketen. Ja? Er sieht einen Samana, einen der vielen Leute, die sich der spirituellen Übung widmen. Wir wissen nicht, wer das ist, aber er wird dargestellt als ein geschorener Mann. Also es ist nicht ein wilder Sadhu offenbar, sondern es muss jemand sein, der ihn inspiriert. Und er sieht diesen und er ahnt, dass es als jemand, der selber anfällig ist für Alter, Krankheit und Tod, für ihn nicht sinnvoll ist, ein Glück zu suchen, das von Dingen abhängt, die gleichfalls wie er selber der Vergänglichkeit, der Unpersönlichkeit und der Leidhaftigkeit unterworfen sind oder der Bedingtheit. Und er sieht in der Person des religiösen Suchers einen Mensch, der aufgebrochen ist, eine andere Wirklichkeit zu finden oder einen anderen Zugang zu dieser Wirklichkeit zu finden. Und darin liegt der Keim seiner Inspiration, und das ist dann noch, kommt dann noch zusammen mit einer Überdruss-Erfahrung. Die Legende erzählt uns, dass er seine weiblichen Musikanten im Schlaf und leicht angesäuselt sieht, und er sieht irgendwie das Unschöne dieser in Unordnung geratenen Musikanten, die sich der Schönheit gewidmet haben. Und er verlässt seine Frau und sein neugeborenes Kind. Das ist sehr schwer zu akzeptieren für uns. Die bestmögliche Variante, die ihr euch servieren kann, ist, dass er Frau und Kind quasi in der Obhut der Großfamilie zurücklässt. Ja, was in einem Familienverständnis, wie das in Indien vorgeherrscht hat und zu Teilen auch heute noch herrscht, gerade noch so vorstellbar ist, ja, währenddem für uns ist das ein absoluter Affront, nicht? Seine Frau und sein Kind zu verlassen, ist nicht verzeihlich, ja. Es ist nicht verzeihlich in meinem Wertegefüge, ja. Mein Mönchslehrer hätte nie einen Mönch angenommen, der Vater war in den Orden, wenn er nicht absolut geklärte Verhältnisse gehabt hat, ja. Ich war sehr beeindruckt, er hat sogar Männer nur sehr zögerlich angenommen, die
in Verhältnissen gelebt haben, in denen sie ohne Vater der Kinder zu sein, eine Vaterrolle für diese Kinder hatten. Und ich habe das als sehr beeindruckend erlebt. In der Zeit des Buddha war das offensichtlich ein Affront gegen die Familie, vielleicht weniger gegen seine Frau als gegen die väterlichen Erwartungen und gegen seine Bindung an diese Großfamilie, weil sein Gang in die Hauslosigkeit, den er heimlich vollzieht, mit Hilfe wiederum des Fuhrmanns, der ihm hilft und der ihn an den Fluss bringt und wo er sich dann berühmterweise die Haare abschneidet und den Bart und den Fuhrmann mit seinen Besitztümern zurückschickt und sich in die Einsamkeit begibt. Diese Szene ist der Gang, ist der berühmte Gang in die Hauslosigkeit, wo er mit 29 Jahren aufbricht und sein ganzes bisheriges Leben eigentlich ablegt und etwas völlig Neues für ihn beginnt. Und dann beginnen 6 wilde Jahre, wo er belehrt wird von Leuten, die wir heute mit Namen kennen, also, und wir vermuten, das eine ist ein upanishadischer Lehrer, das andere ein yogischer Lehrer. Und in diesen beiden Traditionen erfährt er offensichtlich Belehrungen praktischer und theoretischer Art und hat relativ schnell einmal Fortschritte in diesen Übungen. Am einen Ort wird ihm Anteil an der Schule angeboten und am anderen Ort wird ihm sogar die Schule selbst angeboten und beides schlägt er aus. In beidem ist er dankbar, dass er etwas von diesen Asketen und Lehrern mitgekriegt hat und zugleich ist er auch enttäuscht. Also er bekundet, dass er eine Vision, eine Ahnung von Freiheit hat, die diese Darlegungen und auch die Verwirklichungen dessen, was dort dargelegt wird, offen bleibt für ihn. Ja, dass er weiß, da ist etwas mehr. Und dann beginnt eine Fastenzeit, eine dramatische, und diese Fastenzeit, da gibt er sich mit einigen Mit-Asketen, die später seine ersten Schüler werden würden. Allerdings, nachdem er eine ganze Weile gefastet hat, die Schriften beschreiben es so, seine Haut wird schwarz, sein Po gleicht einem Huf, er wird unendlich schwach. Wenn er sich hinhockt, um seine Notdurft zu verrichten, hat er kein Gleichgewicht mehr. Ja, so sehr ist er abgemagert. Wenn er seine Bauchdecke berührt, spürt er seinen Rückgrat. Ja, das ist nicht eine Erfahrung, die ich unmittelbar nachvollziehe. die ich auch in mageren Jahren nicht wirklich so nachvollziehen kann. Also, da wird grafisch beschrieben, dass dieser Mann sich nicht lumpen ließ, was seine Hingabe an asketische und allerlei unappetitliche Praktiken hingegeben hat und er hat sich da nicht lumpen lassen. Und dann kommt ein Punkt, wo er entscheidet, dass das nicht hilft. Und an diesem Punkt, das ist wieder so eine Schlüsselstelle, wo er zum Entsetzen seiner Mitasketen mit einem Mädchen, das vorbeikommt, ein Hirtenmädchen, und von ihm akzeptiert er den berühmten Milchreis. Und die anderen Asketen wenden sich von ihm ab in Verachtung und sagen, Samana Gotama hat sich der Völlerei zugewandt wieder. Und er ist alleine. Ja. Er ist 35, er hat alles aufgegeben, was man aufgeben kann. Er hat alles an die zeitgenössischen Darlegungen gegeben, was er aufnehmen konnte. Er hat sich der strengen körperlichen Askese beschrieben, mit einer Hingabe, die nicht wirklich tadelnswert war, also man konnte ihm nichts vorwerfen, und dann hat er befunden, dass das ihn nicht frei macht und dass er nicht weiter praktizieren kann, weil er so geschwächt ist, dass ihm nichts mehr gelingt. Und an dieser Stelle, das muss man sich vorstellen, das kann sich nicht gut angefühlt haben. Ja? Ihr seid 35, ihr habt alles aufgegeben, was man aufgeben kann,
väterliche Karriere, dann habt ihr die Schulen aufgesucht, ihr habt gelernt, was man euch erzählt hat, ihr habt verwirklicht, was man euch verheißen hat, und es reicht nicht. Ja. Und am Schluss wenden sich noch die alten Kempen von einem ab, weil man einen Teller Milchreis annimmt. Ich denke, dass sie sich hier allein gefühlt hat in diesem Moment. Und interessant ist, dass er beschreibt, dass eine Sache, er geht dann weg und ist alleine. Und er beschreibt, wie eine, es ist wiederum eine Schlüsselszene, wie eine Erinnerung ihn rettet. Und zwar ist es die Erinnerung, die er hat, als kleines Kind, wie er im Schatten des Rosenapfelbaumes gelegen hat. Wir vermuten, dass das eine ritueller Anlass war, wo man den kleinen Siddhartha in den Schatten dieses Strauches oder Baumes gelegt hat, Rosenäpfel. So heißt Indien im Lande Indien, ja, Jambudvipa, die Insel der Rosenäpfel. Wenn ihr Rosenäpfel kennt, wenn nicht, kann ich empfehlen, gibt grüne, gibt rosas, eine sehr wässrige, birnenförmige Frucht mit einem sehr stark parfümierten Aroma. In einem solchen Im Schatten eines solchen Straumes also muss der kleine Siddhartha gelegen haben und als Junge, ich denke vielleicht 5, 6, hat er eine Jhana erfahren. Ja, eine erste meditative Vertiefung, eine spontane Erfahrung einer geistigen Einigung, die stattgefunden hat, nachdem er sich von seinen äußeren Sinnen abgewandt hat und nachdem er als einer von Beruhigung herrührenden geistigen Verfassung diese Einigung in sich erlebt und gespürt hat. Ja. Er hat das dann offenbar vergessen. Ebenfalls hat es ihn all die Jahre dazwischen nicht sonderlich geleitet, aber mit 35, am Ende seiner Asketenkarriere, nachdem er alleine ist und quasi nochmal über die Bücher geht, taucht diese Erinnerung auf an diese Erfahrung. Und er fragt sich, ob es nicht möglich wäre, einen Geisteszustand herbeizuführen, der diesem Vertiefungszustand gleiche. Ein Geisteszustand. Und das ist der Beginn einer großen Wende in seiner Praxis. Es wird beschrieben, dass er im heutigen Bodh Gaya ist, am Flüsschen Naranjara, und dass er dort praktiziert alleine. Das ist auf die Vollmondnacht im Mai zugeht. Und das ist der Mai-Mond, das ist der Visakha, der Mond Visakha von da. Und dass er dort schließlich seinen Wirklichkeitsdurchbruch hat. Also er hat seinen großen Durchbruch, das, was wir Erwachen nennen. Erleuchtung ist das schlechtere Wort dafür. Das klingt irgendwie so, ja, etwas drollig, ja. Wir sagen manchmal, sie leidet schwer unter ihren Erleuchtungen, ja. Ist es ein komisches Wort, ja. Aber Erwachen ist, denke ich, das erste gute Wort, dass wir wirklich zu erwachen zu einer Wirklichkeit der Dinge, wie sie ist. Und dieser Prozess des Erwachens hat eine Dynamik. Und nachdem er stattgefunden hat, verbringt der Buddha mal 7 Wochen in der Wonne dieses Erwachens. Und es ist offenkundig, dass er in diesen 7 Wochen sich die Dynamik dieses Prozesses selber verdeutlicht. Weil es ist eines, wenn wir die Biografie des Buddha anschauen, dann sehen wir da drin, dass es nicht einfach nur ein guter Meditierer war. Weil es gibt viele gute Leute, die keine Ahnung haben von dem, was sie können. Ja, es gibt viele Leute, die Dinge können, ohne dass sie deswegen gleich gute Lehrer wären. Ja, und in der Gestalt des Buddha finden wir ja das geniale Zusammenkommen, nicht nur eines mystisch begabten Menschen, der einen großen Durchbruch hat, sondern wir sehen auch einen fantastischen Lehrer, nicht? Der Mann ist Pädagoge, ja, ein guter Pädagoge. Der kann auch mit Leuten, die nicht erleuchtet sind, ja. Das macht ihn so kostbar und wertvoll. Er hat etwas verstanden vom Prozess seines Erwachens. Das ist schon mal das eine, versteht ihr? Es gibt Leute, die können Berge klettern, aber die haben irgendwie, das sind nicht gute Bergführer. Notwendigerweise, nur weil sie gut Berge klettern können.
Es gibt ein paar berühmte gute Kletterer, die sind schlechte Bergführer. Sie haben sich schlecht benommen gegenüber anderen Leuten, die nicht so gut klettern konnten. Haben sie sogar vielleicht verloren. Nicht jeder, der wirklich viel weiß, ist notwendigerweise ein guter Lehrer. Manchmal, häufig lernt man von Leuten mehr, die nicht die Besten in der Abteilung sind, aber die freundlich sind oder die besser Einfühlende verstehen können, wo ich gerade bin und mir daher meinen nächsten Schritt beibringen können. Statt ist der Nobelpreisträger in der Fakultät. Der Buddha, das ist das Geniale, hat nicht nur diesen Durchbruch gehabt, er hat auch verstanden, was da passiert ist. Und er hat es verstanden, Menschen, die solche Durchbrüche noch nicht gehabt haben, zu helfen. Und er hatte die Gabe einer großen sozialen und organisatorischen Fähigkeit, die es schließlich erlaubt hat, dass seine Darlegungen weitergehen, auch nachdem er ins Parinibbana gegangen ist. Diese letzte Nacht ist interessant. Das ist eine weitere Schlüsselstelle. Ihr habt hier einen Buddha, eine Buddha-Statue, burmesischer Prägung. Und was diese Statue macht, wenn ihr mal schaut, sie hat eine rechte Hand und in dieser rechten Hand gibt es eine Geste. Diese Geste berührt die Gestalt des Buddha, die Erde. Das Mudra, Bhumisparsha Mudra oder Bhumipassa Mudra, ist eine ganz berühmte Geste und es stellt den Buddha dar, im Augenblick, der dem Erwachen unmittelbar vorausgeht. Der Buddha, der diese Geste macht, ist eigentlich noch kein Buddha. Ja, wenn ihr pingelig sein wollt, dann ist das eigentlich noch gar keine Buddha-Statue. Ja. Wenn ihr ein bisschen tongue-in-cheek sein wollt, dann könnt ihr sagen, das ist eine Bodhisattva-Statue. Ja. Der Buddha ist noch nicht wirklich gänzlich erwacht in diesem Augenblick. Und die Geschichte ist die, dass Mara, der Verderber, Mara Papima, der dem Buddha schon nachsteigt, 6 Jahre seines Asketendaseins. Mara ist die Personifizierung all dessen, was Menschen bindet. Es ist so etwas wie eine Mischung aus Untergott und Teufel. Es ist eine Mischung aus all der quasi ausgelagerten Psychologie dessen, was uns hindert, wach zu sein. Und die wird personifiziert. Die ist faszinierend. Manchmal ist sie dämonisch und groß. Manchmal hat sie mehr sowas von einem Mistgeist. Ja, es gibt ein paar fantastische Sutras. Einmal in einer der Lehrreden in der mittleren Sammlung sitzt sie dem armen Sariputta im Darm, ja, quasi als Blähung. Ja, das ist mal ein interessantes, richtig faustisches Konzept, nicht? Den Teufel im Darm. Ja, das ist relativ konkretistisch. Ja, so. Und dann wieder taucht Mara auf und ist ganz freundlich. Ja. Und in diesem Moment taucht Mara auf und wittert seine Chance, weil er merkt, der Buddha hat eben eine Art Gelübde abgelegt und gesagt, jetzt geht's auf den Vollmond zu und ich werde jetzt mich nicht mehr erheben und sei es, dass mein Blut mir vertrocknet, ich werde mich nicht mehr erheben, bis ich nicht die Freiheit erlangt habe. Also da hat ein männlicher Geist, heroischen, kriegerischen Entschluss gefasst, eine große Aditana, und Mara merkt, dass es ernst wird. Ja, der Buddha nähert sich dem Vajrasana, dem Diamantsitz in der Nähe des Bodhi-Baumes, und Mara weiß, jetzt wird's ernst. Ja, Mara kriegt immer dann Panik, wenn sich Wesen aus dem Sinnesbereich befreien, aus der Kamaloka, also wenn sie an die Peripherie der Welt des Einflussbereiches von Mara gehen, dann wird er nervöse. Also der Teufel wird immer nervöser, wenn Leute beginnen, wirklich Vertrauen zu haben oder Fortschritte zu machen. Und Mara, der ihm nachschleicht, seit Jahren, so sagen die Lehre, nähert sich ihm an. Ich wollte euch das nicht vorenthalten. Es nähert sich ihm an und wie es sich für einen abgefeierten Teufel hört, dann macht er sich so, und da steht, da nahte sich Namuchi und sprach gar mitleidvolles Wort. Hager bist du, hässlich anzusehen. Dem Sterben bist du nahe schon. Zu 1000 Teilen bist du schon des Todes. Dein Leben misst nur einen Teil. So lebe, Herr, denn besser ist ja Leben. Und lebend
kannst du Verdienst erwirken. Ja. Also er sagt ihm, er soll eigentlich aufhören zu praktizieren. Er sagt ihm scheinbar mitfühlend, sei maßvoll, übertreib nicht, lass es dir gut gehen, ja. Patsch, 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 ja. Mit anderen Worten, hör auf, die Dinge zu machen, die dich meinem Einflussbereich entziehen. Und das Ganze ist kaschiert als mitleidvolle Geste, als Besorgnis. Ja. Dann, schwer gangbar ist der Weg des Kampfes, ist schwierig, schwer auch zu vollenden und so weiter. Also er möchte ihn ermutigen, dass er einfach aufhören soll. Er soll gesund werden wieder, er soll großzügig sein, Verdienste machen durch seine Großzügigkeit. Und der Buddha will irgendwie nicht einsteigen und redet ihn an, du Freund der Lässigen, du Böse. Ja? Redet ihn an und bekräftigt noch einmal seine Entscheidung, dass er nicht nachlassen will. Und dann gibt es verschiedene Fassungen der Geschichte. Diese Lehrrede hier erzählt davon, dass der Buddha die 10 Armeen des Mara benennt. Diese 10 Armeen werden benannt. Die erste der Armeen ist Karma, das sind die Sinnendinge. Die zweite Armee des Mara ist die Unlust oder die Unzufriedenheit. Interessant ist, früher Buddhismus an diesem Punkt ist dramatisch psychologisch. Ja. All diese Dinge sind sehr psychologisch und es ist ganz interessant zu sehen, was der Buddha hier als die 10 gefährlichsten Kräfte hält, die an Maras Seite einen dem Erwachen geneigten Menschen gefährden. Ja. Also Sinnlichkeit, nicht im Sinne von Sinnenhaftigkeit, müsste ich sagen. Sinnlichkeit, das klingt ja gut in unseren Ohren, nicht? Sinnlich knabberte sie ihn am Ohr, das klingt gut für uns, ja? Parfum, Schokolade, lebenszugewandt, Leben und so weiter, das klingt gut. Sinnlichkeit für uns klingt gut, ja? Das klingt nach Genuss, das klingt nach Teilhabe, nach Fülle, nach solchen Sachen. Was der Buddha meint hier mit Karma, ist eine dreifache Verschränkung von Sinnesobjekten, Sinnesgenuss und einer fatalen Neigung, diesen Genuss zu suchen, immer wieder. Und diese Dreiheit wird mit Karma bezeichnet. Und diese ganze Sache ist ganz unmoralisch oder ganz amoralisch, wird als ein Problemkreis erachtet, der Menschen bindet. Solange wir Sinnengenuss suchen, machen wir uns abhängig. Wenn uns der Genuss gelingt, werden wir ein Stück abhängiger davon. Es tut uns gut, es fühlt sich gut an und wir möchten es wiederholen. Wir möchten es behalten, wir möchten es ein bisschen variieren, wir möchten es uns wieder und wieder verschaffen. Wir finden eine Art Stillung und in dieser Stillung findet auch eine Art Gewöhnung statt und diese Gewöhnung lässt uns Entbehrung erfahren, wenn wir diese Stillung nicht wiederholen können. Ja. Das ist nicht ein moralinsaures, du sollst nicht genießen, sondern das ist einfach eine nüchterne Feststellung, dass wir über die Betätigung unserer Sinne und des Genusses, den uns sinnliche Erfahrung verschafft, einen Genuss übrigens, den der Buddha zu keiner Zeit abstreitet, dass wir uns in eine Art Bindung begeben, und es uns in dieser Bindung unweigerlich Schmerz, Enttäuschung, Entbehrung und letztlich Unzufriedenheit oder Ungestilltsein droht. Ja. Die Details könnt ihr bei Shakespeare nachlesen in den Sonetten oder in den Stücken. Ja. Oder in Goethes Faust. Ja. Die Weltliteratur ist voll von solchen Zeugnissen. Ja. Das muss man nicht mal aus dem Buddhismus rausholen. Der Buddhismus hat die Dynamik etwas präzise aufgedröselt, aber die Bildhaftigkeit, in der unsere Weltliteratur uns von dieser Thematik spricht, ist offenkundig für alle, die sich für sowas interessieren. Also Karma, sein erstes Heer. Das zweite, die Unlust, die Unzufriedenheit, Arati, übrigens auch der nahe Feind oder der ferne Feind von Mitfreude, ihr erinnert euch. Das dritte Heer ist Hunger und Durst. Interessant. Bedürfnis. Das vierte ist Begehren, Tanha, Durst, wieder diesmal das psychologische Durst.
Das fünfte ist Tinamida, Starrheit, Mattigkeit, die Taubheit. Ja, interessant, nicht? Das Nicht-Kontakt-Machen-Wollen des Geistes, das Starre, das Unbewegliche eines Geistes, ja, wird hier als eine Armee von Mara dargestellt. Dann das sechste ist die Furchtsamkeit, ist die Angst. Der Zweifel ist das siebte Heer. Das achte Heer ist zweiteilig, zum einen Heuchelei und zum anderen Verstocktheit. Renitenz, also eine explizite Problematik, wenn es ans Erwachen geht. Ja. Nicht mich einlassen wollen, nicht mich kümmern wollen, nicht mich interessieren. Also ein Thema. Verwirr mich nicht mit neuen Fakten. Ich habe mir meine Meinungen längst gebildet. Ja. Zum Beispiel wäre eine Form von Verstocktheit. Aktiv seine eigenen Unwissenheiten verteidigen und erklären, dass es nicht nötig ist, etwas zu lernen. Zum Beispiel wäre eine Form von Verstocktheit. Oder sich nicht in Beziehung zu begeben zu Menschen, zu denen man ganz offenkundig eine Beziehung hat. Mütter, Väter, Söhne, Töchter, solche Leute. Leute, die da sind in eurem Leben und ihr sagt, wir tun so, als ob sie nicht da wären. Das ist eine Form von Verstocktheit. Dann haben wir das neunte hier ist interessant, das heißt Gewinn und Ehre. Gewinn und Ehre erachtet der Buddha als das neunte Heer von Mara. Ja. Etwas in Gewinn und etwas in Ehre lassen einen Teil von uns einschlafen. Die zehnte Armee ist der Ruhm und das falsch erworbene Ansehen. Ja, das ist auch nicht offenkundig. Ruhm und falsch erworbenes Ansehen. Und diese zehn Heere schickt Mara auf unseren Mann hier. Und der Buddha sagt dann, ich trage das Munjagras. Munjagras ist ein besonders hochwachsendes Gras und in Indien haben Kämpfer das getragen in der Schlacht, wenn sie damit kenntlich machen wollten, dass sie nicht flüchten werden. Ja. Egal wie die Sache steht, dass sie nicht davonlaufen werden, ja, dass sie nicht aufgeben werden. Die würden entweder gewinnen oder waren totgeweiht. Und um das klar zu machen, haben sie dieses Munjagras an ihren Ausrüstungen getragen oder an ihren Helmen oder an ihren Lanzen. Ja, und sich das an den Kopf gebunden zum Beispiel. Also der Buddha sagt, er würde das Munjagras tragen, dass er nicht weichen würde, dass ich Verachtung hebe für dieses Leben hier. Denn besser ist, dass ich im Kampf sterben, als weiter leben, doch besiegt, ja, sagt er dann. Und dann geht's weiter, dann gibt's eine interessante Geschichte. Da gibt's die Bebilderung dieser Situation, beschreibt dann, wie Mara noch einmal seine drei Töchter am Buddha ausprobiert. Ja. Und diese drei Töchter funktionieren nicht. Und schließlich kommt er und sagt, mit seine letzte große List ist, das bildest du dir alles ein. Dein ganzes Projekt, ja. Dein Asketentum, dein Kampf gegen die Unwissenheit, deine heroische Bemühung. Das ist alles nichts anderes als ein riesiger Trip. Den bildest du dir ein und du bildest dir das ein, damit du besser dastehst, ja. Das ist eine riesige Blase deiner Fantasie. Du hast dir da einen Traum zurechtgelegt und in diesem Traum bist du der Held. Aber das stimmt alles gar nicht. Ja. Das ist alles eine riesige narzisstische Fantasie, die du dir ja zurechtgelegt hast. Und ich gebe dir jetzt hier die ICD-10-Nummern. Ja? Das steht nicht im Party. Und dann gibt es verschiedene Fassungen der Geschichte. Die eine Fassung sagt, dass der Buddha sein Recht bekräftigt, an diesem Ort auf dem Diamantsitz zu sitzen, aufgrund der Vollkommenheiten, die er in früheren Leben erwirkt hat. Und Mara fragt ihn, wo sind deine Zeugen? Du sitzt alleine da. Ich habe viele Zeugen, dass ich hier bin und ein mächtiger Gott, ja.
Und er dreht sich, wendet sich zu seiner Armee. Und der Buddha sagt, ich habe hier keine Zeugen, aber ich rufe die Erde an. Ja, das ist jetzt interessant. Ich rufe die Erde an als Zeugin, dass ich in zahllosen Leben die Vollkommenheiten erwirkt habe. Und ganz besonders ruft er die Erde an als Zeuge, dass er in seinem letzten Leben, als Vesantara, ein unglaubliche Akte von Großzügigkeit geleistet hat. Und er bittet die Erde, dass sie sich verständlich machen möge. Ja? Und er berührt mit seinen Fingerspitzen die Erde und ruft sie dort als Zeugin an. Und die Erde, da gibt es verschiedene Fassungen, einmal bebt sie, ja? Bebt zur Bestätigung ihrer Zeugenschaft, dass der Buddha sich das Recht auf diesem Diamantsitz zu sitzen und sein Erwachen fortzusetzen, erworben hat durch die zahllosen Leben und die zahllosen Vollkommenheiten, die er sich aufgebaut hat, in früheren Darformen des Daseins. Das ist eine Fassung. Die andere Fassung ist, dass die Erde sich öffnet und eine Gestalt heraustritt, eine Gestalt, die in Thailand oft dargestellt wird, die heißt Mae Thorani. Das ist die Erdgöttin. Und die Erdgöttin taucht auf, das ist meistens eine üppige Frau, und sie fasst sich in ihre langen Haare und wringt ihre Haare aus. Ja? Und aus ihren Haaren fließen unendliche Massen von Wasser. Und Maras Armeen werden ersäuft. Und Mara tollt sich. Im vorderen Fall, wo die Erde bebt, erschrickt Mara, und wie eine Krähe, so wird es beschrieben, wie eine Krähe, die jahrelang um einen Stein herumgeschlichen ist, im Glauben, es sei ein Stück Fett und sie könne da was kriegen, tollt er sich. Und es wird gesagt, dass seine Laute ihm sinkt und er mit hängenden Schultern davon schlurft. Wenn ich das so etwas anders anschaue, vor allem die Gestalt dieser Mae Thorani, dieser Harani oder wie sie in den früheren Texten die Stavara, die große Trägerin, anschaue, dann sehe ich darin etwas ganz für mich Einleuchtendes. Und das ist, dass der männliche Asket Gotama, der sich Gelübde ableckt, dass er nicht zurückweicht, dass er diesen Armeen, die später übrigens dargestellt werden, Mara, der sich 10.000 Arme wachsen lässt, und einen Elefanten, der Elefanten heißt, mit Bergen gegürtet. Das ist der Name des Elefanten. Ihr könnt euch vorstellen, dass das ein relativ staatliches Tier war. Und seine Dämonenfürsten, den im Erwachensprozess begriffenen Bodhisattva attackieren, ist eine spätere Darstellung. Und er widersteht diesen Attacken. Alles, was man auf ihn schleudert, verwandelt sich in Blüte. Ja, vielleicht habt ihr diese Darstellung gesehen. Jede Waffe, die man auf ihn abwirft, verwandelt sich dann in Kontakt mit der Bodhisattva-Sphäre in eine Blüte, in eine Parijataka, eine Korallenbaumblüte später. Und dennoch bleibt unser männlicher Held, unser asketischer Krieger, bleibt unfrei. Ja. Er ist zwar nicht zu überwältigen, aber er bleibt belagert. Ja, und das finde ich faszinierend. Erst als er das Weibliche auf den Plan ruft, in der Gestalt der Erdgöttin oder in der Gestalt der Erde selbst, die ihn trägt, erst als er das Weibliche auf den Plan ruft, wird aus seiner Unbesiegbarkeit eine tatsächliche Freiheit. Das finde ich faszinierend. Erst da, wo er kann als allein heroischer, asketischer und damit männliche Gestalt, kann er nicht Freiheit finden. Er kann bestenfalls Unbesiegbarkeit finden, aber er bleibt belagert. Ja? Er bleibt unter Attacke. Mara lässt erst ab von ihm und der Erwachensprozess setzt erst ein. Und das, finde ich, hat die Tradition sehr schön verstanden, als das Weibliche mit auf den Plan kommt. Ja? Die Erde, die ihn trägt in all diesen zahllosen Leben, die ihm bezeugt, dass er nicht spinnt, dass es nicht einfach eine riesige Fantasie ist, die er sich aufgebläht hat, irgendwie so ein kleines solipsistisches Gebilde, in dem er als der Held durchkommt. So.
Ich weiß nicht, wie kleine Jungen das haben. Ich habe das gehabt. Ja, so. Infantile Grandiosität ist mir sehr vertraut. Ich arbeite immer noch ein bisschen daran. Und die Erde als Zeugin in der Gestalt der Dharani, der Mutterträgerin oder der Erdgöttin, die dann die Schleusen öffnet und ihm quasi zu seiner männlich-heroischen Tugend noch die weibliche Unterstützung, das, was ihn trägt überhaupt, ja, das finde ich so genial, was ihn überhaupt all die Leben getragen hat, was schon da ist, ja, was gewährt ist. Erst dann hört Mara auf, ihn zu bearbeiten. Erst dann erkennt Mara, dass er verloren hat. Und erst dann beginnt der Erwachensprozess, setzt ein. Und der Buddha geht dann durch seine verschiedenen Stadien von Erwachen hindurch. Und am Ende dieser Nacht ist er der Buddha geworden. Ja, so wie wir ihn kennen durch die Überlieferung. Und dann beginnt eine völlig neue Geschichte. Dann hat er es nicht mehr mit seiner eigenen Unwissenheit zu tun, sondern mit der Unwissenheit seiner Nachfolger. Und das ist kein minder großes Projekt. Das erste Projekt hat ihn 6 Jahre gekostet, ja, von zu Hause weg und erwacht werden. Das zweite Projekt hat ihn 45 Jahre gekostet. Ja, das ist nicht eine leichte Aufgabe. Ich denke, er hat sie erstaunlich bewältigt, aber für heute Abend müsst ihr das lernen. Ich möchte einfach, dass ihr in dieser Geste da, die Anrufung der Erde als der Zeugin, und damit auch die Anrufung des Weiblichen als einer unverzichtbaren Kraft in dieser Welt, dass eine Freiheit und ein Erwachen nicht zu erlangen ist durch Unbesiegbarkeit. Das ist zwar nötig, aber das alleine ist noch nicht Freiheit. Das ist eines, unbesiegbar zu sein, es ist ein anderer, wirklich frei zu sein. Und ich denke, die Traditionen haben das verstanden. Historischerweise hat es etwa 1000 Jahre gedauert, bis man die Gestalt eines Buddha, also eines völlig Erwachten, als eine fraglos weibliche Gestalt abbilden durfte. Ja, wenn ihr so anguckt, die Ikonografie-Rede, dein beredtes Zeugnis, die Frauen tauchen auf am Anfang so als Lotusträgerinnen am Bildrand, ja. Und dann so im Laufe der Jahrhunderte arbeiten sie sich mehr und mehr in die Bildmitte. Und ungefähr um das Jahr 1000 habt ihr in Indonesien das erste Mal eine wirkliche, vollbrüstige, in der Sitzhaltung eines Tathagata dasitzende Pratna Paramita, ja, die da sitzt und im Vitarka Mudra Bedingtheit und Leerheit erklärt, in allen Gesten eines Erwachten und zugleich ganz, ganz fraglos eine Frau ist. Ja, das dauert ungefähr 1000 Jahre, bis das möglich wird. Ja, das Erwachen in der Form eines weiblichen Wesens dargestellt wird. Das Projekt ist noch nicht ganz abgeschlossen, wie jeder Blick in die real existierenden Traditionen zeigt. Ich bin unter dem Eindruck, dass eigentlich schon sehr früh die Tradition diese Rolle des Weiblichen verstanden hat und spätestens kurz vor dem Erwachen nicht nur Sujatas Milchreis, sondern auch die große Erde als Trägerin des Bodhisattvas und seiner heroischen Kämpfe dort auf den Plan kommt. Gut, lass mich absetzen und eine Minute schweigen.